rote Zora gesehen? Ja, ein durch und durch gesellschaftskritisches Stück, also ein gesellschaftskritischer Text. Also wenn man jetzt die Geschichte des Autoren anguckt, der hat ja auch ist ja in die Schweiz geflüchtet, war bekennender Kommunist, hat gleichzeitig eigentlich eine dokumentarische Arbeit gemacht, indem er mit seiner Partnerin damals nach Jugoslawien gereist ist und diese Kinder quasi dort in diesem kroatischen Küstenort gesehen hat. Und das war die Inspiration letztendlich für diesen Roman. Und also da kommt sehr vieles zusammen, dass so eine, finde ich, das rein vom Weg, wie dieses Buch entstanden ist, dieser Roman, finde ich, eine hohe Relevanz hat. Also da wurde sehr viel investiert. So. Da wurde einerseits Leben, also sein persönliches Leben investiert, andererseits diese Kinder, dieses Milieu hat er wirklich so beobachtet. Und dann hat er es irgendwie geschafft, irgendwie in diesem Buch, finde ich, einerseits eine Abenteuergeschichte, das hat ja was, ich finde, wenn man das Buch so liest, oder auch wenn man vielleicht, es gibt auch Filme ich glaube zwei Serien oder so, wenn man das sich so anguckt, hat man das Gefühl, das ist ja auch im Kern, also man könnte auch sagen, es ist eine Abenteuergeschichte. Und ich finde, das funktioniert auch so auf einer Ebene. Andererseits liegen da ganz viel so ganz grundsätzliche gesellschaftsrelevante oder demokratisch relevante Fragen so drin. Und die kann man natürlich herausschälen. Und das macht natürlich total Spaß, da auch ranzugehen und zu gucken, was steckt eigentlich da drunter, was sagen eigentlich die Figuren, was wird da eigentlich im Kern verhandelt. So. Und ich finde, das sind so ganz grundsätzliche Themen. Und zum Beispiel ein Thema, was uns ja jetzt gerade auch in Basel in der Stadt betrifft, ist das Bettlerinnenverbot. Also, dass wir hier jetzt auch mit dieser Lockerung, dass Menschen betteln dürfen. Das hat in der Stadt eine unschöne Diskussion losgetreten. Und also das Thema sichtbare Armut in unserer wohlhabenden Stadt. Und ich finde, dieses Thema Armut steckt auch total drin. Also was heißt das eigentlich, wenn da eben Menschen arm sind und Menschen sind reich? Also dieser ganz einfache Dualismus und wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Also eigentlich hat es 2015 begonnen, da habe ich hier angefangen am Theater Basel Spielclubs zu leiten und mir ist einfach aufgefallen, dass auch hier im Theater Basel die meisten Jugendlichen haben einen sogenannten bildungsnahen Background und gehen aufs Gymnasium und Theater ist schon Teil ihrer Lebenswelt, sie haben es auch an der Schule und so, es ist ein bekanntes Gebiet und ich habe einfach gedacht, hey, wo ist ein Segment an jungen Menschen, die da eigentlich, wenn man sie nicht unterstützt und wirklich ans Theater holt, eigentlich gar nie mit dem in Berührung kommt. Und ich war da einfach motiviert und habe gedacht, das ist jetzt mal, und ich hatte gleichzeitig auch die Möglichkeit, was Neues aufzubauen und so, also mir wurde diese Möglichkeit auch gegeben und so bin ich dann auf ein Wohnheim zu für eben unbegleitete minderjährige Asylsuchende hier in Basel und so ist eigentlich eine Art Kooperation entstanden mit der Idee, dass wir Gruppen aufbauen, die quasi aus geflüchteten Jugendlichen und aus hiesigen Jugendlichen bestehen. Auch dass nicht von vorneweg so eine Stigmatisierung stattfindet, das sind jetzt die Geflüchteten, so, sondern dass man das eigentlich mischt und im besten Fall, dass eigentlich dann eher eine gemeinsame neue Gruppe gibt, die nach außen eigentlich was Gemeinsames dann erzählt und nicht mehr diese Trennung so. Und das war eben eine Aufbauarbeit. Also der eine Spieler, der jetzt eigentlich den Branko spielt, einer der zwei Hauptfiguren, der spielt 2016 bei mir, der ist immer regelmäßig dann weiter und hat eigentlich jedes Jahr so einen Spielclub gemacht. Und das ist jetzt eigentlich so die Produktion, die jetzt in dem Sinne am größten ist, die jetzt auch professionell ist, die aber sich eigentlich aus diesen Spielclubs so speist. Ja, das ist noch schwierig zu sagen, weil die Gruppe ist sehr heterogen. Wir haben hier eben junge Geflüchtete, die können noch wenig Deutsch. Für die war das, glaube ich, erstmal einfach mal so grundsätzlich verstehen, was sind so die grundsätzlichen Themen in diesem Buch. Ich glaube, dann wiederum der andere Teil, die jetzt auch schon ein bisschen älter sind und auch viel selbstständig sich noch dazu holen, Informationen, da haben wir natürlich sehr viel debattiert auch über diese Inhalte. Auch was ist heute noch, also ich meine, das Buch hat ja auch was Romantisierendes, oder? Und auch wenn man jetzt eben so die Filme oder so kennt, dann ist ja schon auch ein bisschen die Frage, wie erzählen wir das hier auf der Bühne? Also auch dieser Prozess, die Transformation ins Theater war natürlich, würde ich fast sagen, das stärkste Thema. Also wie können wir das übersetzen für uns hier? Und gleichzeitig das Thema, ich glaube, die Grundthemen, die waren uns alle wie bekannt. Wir haben dann auch noch eine
Führung gemacht mit Surprise hier in Basel, die sich ja sehr stark, also die so ein Expertentum auch haben für Armut in Basel, und die machen nur so diese Stadtführungen, und da haben wir uns einmal eine Stadtführung noch gebucht und sind dann einen Abend lang durch Basel spaziert, und da wurde uns sehr viel erzählt auch über Armut in Basel, das ist also Kinderarmut, aber auch wenn man als Mensch einfach arm ist und in Basel leben muss, was wie das Leben dann so aussieht. Und ich glaube, solche Momente waren sehr gut, auch dass wir gemeinsam wie so neben der Probenarbeit Gefäßlinien gefunden haben, um ein bisschen eben die Themen auch zu besprechen, zu diskutieren. Spannend finde ich eigentlich die Frage so ein bisschen in unserer heutigen Zeit, wo auch Gender, die Frage, wer steht auf der Bühne, also eben eine weibliche Heldin ist natürlich hier total gegeben, so die rote Zora. Gleichzeitig habe ich aber auch bemerkt, dass eigentlich, wenn man das Buch ja liest, ist ja eigentlich die Geschichte von Branko die genau erzählte Geschichte. Also wir folgen eigentlich als Leserin, als Zuschauerin, folgen wir eigentlich der Biografie von Branko. Es beginnt mit dem Tod seiner Mutter. Und deswegen finde ich das auch, ist die rote Zora wie so dahingestellt, aber Branko ist eigentlich ziemlich stark auch da vertreten, zumindest mit seiner Geschichte. Und eigentlich ist die Geschichte der roten Zora, also die, wo die herkommt, ist eigentlich sehr verkürzt. Das finde ich eigentlich, wäre auch ein bisschen vielleicht ein Vorwurf an den Roman, dass eigentlich die rote Zora auch ein bisschen plakativ funktioniert. Also man hat diese roten Haare, man hat dieses Mädchen in dieser Jungsgruppe, aber gleichzeitig bekommen wir gar nicht so wahnsinnig viel Info über die Figur selbst. Also eben der Branko ist viel mehr ausgestaltet. So. Und das war auch tatsächlich auch ein bisschen eine Frage, wie wir damit umgehen, auch bei uns in der Produktion. Und es war nicht einfach, wir haben die rote Zora so gut wie es konnten auch ernst genommen, so mit ihrer Geschichte, aber wir haben auch den Branko ernst genommen. Genau, ich würde sagen, es ist ein bisschen ausgeglichen. Ich glaube, wichtig ist auch immer, finde ich, dass jetzt zum Beispiel unsere Spielerin, die das spielt, dass sie wieder eigene rote Zora findet, ihre rote Zora. Und die rote Zora muss auch nicht immer vorne stehen. Die rote Zora hat ihre Position und die darf auch widersprüchlich sein. Die hat für gewisse Dinge ist sie natürlich total zuständig und gewisse Dinge muss sie wie transportieren. Aber sie ist ja trotzdem auch ein Zusammenspiel zwischen allen. So. Und ich finde, ich mag die Gruppe. Ich mag immer die Gruppe und ich mag nicht so das Einzelne oder das Individuum. Mich interessiert eher dann auch, wie die Gruppe funktioniert, die Dynamik der Gruppe. Und da ist natürlich die rote Zora ein maßgebender Teil, aber sie ist auch nicht alleine. So. Also wenn wir jetzt von Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter in der roten Zora sprechen, das sind schon so überdauernde Heldinnen, die schon irgendwie eben sich sehr fest eingeschrieben haben. Aber da würde ich vielleicht eher die Frage stellen, hat das auch mit dem zu tun, wie wir Literatur konsumieren, wie viele Literatur auch entsteht. Also ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, Autorinnen im Kinder-Jugendbereich werden wahrscheinlich immer wieder Heldinnen hervorbringen. Ich glaube, weil das auch etwas ist, was bei Kindern und Jugendlichen gut funktioniert. Also wir alle suchen ja immer wieder unsere Heldinnen und Helden. Aber die Frage ist vielleicht ein bisschen, wie prägnant können die sein? Vielleicht kann man auch sagen, sogar, dass die rote Zora oder Pippi Langstrumpf sind so ein bisschen Archetypen, Archetypinnen, vielleicht wie wir uns auch Heldinnen wünschen. So. Und ich meine auch die rote Zora und die Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter im Vergleich. Oder da gibt es natürlich viele Parallelen, auch wie die sich verorten, auch im Sinne, wie sie mit ihrer Band oder mit ihrer Gruppe umgehen. Gleichzeitig gibt es spezifische sich auch Unterschiede. So. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Überlagerung wiederum von Heldinnenbildern, wie wir das sonst auch kennen. Ja. Sowieso, ich bin ein Mensch, ich glaube grundsätzlich ein Mensch mit Hoffnung. So, deswegen ja, natürlich habe ich große Hoffnung. klar. Ich meine, wenn man jetzt natürlich genauer hinguckt, ist natürlich spannend zu gucken, also zu vergleichen, zu sagen, die Jugend heute ist weniger politisch so oder politischer. Ich finde das aber total schwierig, so das so direkt zu vergleichen. Ich sehe gewisse Bewegungen, natürlich wird es auch der Klimastreik oder die jungen Menschen, die sich jetzt enorm fürs Klima einsetzen, das ist so etwas, so ein markantes Ereignis. Gleichzeitig ist es ja sehr individuell. Also ich meine zum Beispiel die jungen Menschen, die jetzt bei mir hier spielen, die haben natürlich alle auch ein großes Interesse, mit Geflüchteten zusammenzuarbeiten, was ja wiederum auch eine Politisierung ist, die stattgefunden hat oder die sich hier vielleicht verstärkt. So. Genau. Also ich habe das Gefühl, Jugend ist immer aktiv. Jugend ist immer irgendwie politisch, natürlich. Die Frage ist vielleicht, in welcher Form es sich äußert. Und ich glaube, wir müssen eher als Erwachsene immer wieder gucken, dass wir diese Formen nicht, dass wir die Vorstellungen oder was diese Formen sind, nicht zu stark projizieren oder diese Wünsche, weil ich glaube, dann geht es irgendwie nicht gut.